herzlich willkommen. Heute nochmal was über die Bienen. Und zwar hatten wir zwei Filme gezeigt über zwei Bienenschwärme. Aber inzwischen sind wir bei Schwarm Nummer 5. Mit Filmen war da ja nicht dran zu denken. Teilweise waren die Schwärme relativ einfach, aber teilweise war wieder ein Schwarm extrem hoch in den Bäumen. Und es war also nervenaufreibend. Also es war eine wirkliche Katastrophe. Hier, wie man jetzt sieht, die Dopper Hive ist wieder aktiviert. Und zwar bei diesem Schwarm hat es auch Probleme gegeben. Und zwar hatten wir diesen Schwarm auch in einer Mini Plus zuerst getan. Ich wollte dann nachher noch ein Stockwerk draufsetzen. Und da hatten sich die Bienen überlegt, die Bienenwohnung wieder zu verlassen. Innerhalb von ein paar Minuten versammelten sich die Bienen vom Flugloch und dann gingen die ab. Weg waren sie, hinten wieder in die Bäume. Und die Dopper Hive hatte ich mit dabei, weil ich sowieso gedacht hatte, es ist sowieso wieder ein Schwarm. Habe ich die Bienen hier in diese Dopper Hive getan. Und hier hoffe ich jetzt, dass sie da drin bleiben. Wir sind ja schon ein paar Tage da drin. Also ich sehe, das funktioniert. Warum das mit der Mini Plus nicht funktioniert hatte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da hinten am Bienenstand war auch ein Schwarm, wo zuerst ein paar Tage gut Betrieb war. Und auf einmal gucke ich da rein, waren die Bienen weg. Leer. Das soll mir mal einer erklären, warum und weshalb die sich wieder entschlossen haben auszuziehen. Die Bienen waren weg. Man konnte es auch nirgendwo in den Bäumen hängen sehen. Keine Ahnung. Könnte natürlich sein, dass die Königin eher etwas zugestoßen ist und dass die sich wieder auf die... Hallo mein Lieber, den Stall musst du stehen lassen. Und dass die sich wieder auf die Beuten verteilt haben, so nehme ich das mal an, aber von den 5 Schwärmen haben wir 4, sind hier 4 drin. Und da hatte man anfangs 2 Ableger gemacht. Ja, aus 4 macht 10. Jetzt haben wir 10 Völker hier stehen. Waren eigentlich nicht so viel geplant, es waren eigentlich nur 8 geplant, jetzt haben wir 10 da stehen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir damit jetzt zu parat kommen. So, seid ihr jetzt soweit hier mit den Bienen? Es waren wirklich 2 Wochen, nervenauftreibende Wochen, deswegen konnten wir ja nicht filmen. Wir waren dermaßen mit den Nerven fertig, das was mit Filmen einfach haben sein lassen. Was sollen wir jetzt weiterhin machen? Es sind ja Sommerferien und bei uns gibt es kein Sommerloch, sondern wir machen ein Hühnerspezial. Wir machen alles, weil viele um die Hühnerhaltung auch Fragen haben, werden wir ein Hühnerspezial machen in den ganzen 6 Wochen. Mal gucken, was es alles dazu gibt. Auf jeden Fall, es wird eine interessante Geschichte. Ja, soweit ist das jetzt im Moment der Stand mit den Bienen. Ich denke mal, es ist einigermaßen gut gelaufen mit dem Schwärmen. Hätte ich mir auch nicht denken können, dass das jetzt so krass ist. Aber ich bin extra um die Mittagszeit um 1 Uhr immer hierher gekommen, sonst hätte ich sie ja nicht gefunden. Das wären sie ja nicht auffindbar gewesen, die wären ja weg gewesen. Um die Mittagszeit um 1 Uhr war ich immer hier. Und ich konnte davon ausgehen, im Abstand immer von einer Woche war immer ein Schwarm in den Bäumen. Bis irgendwann vor der Sonnenwende war ja schlechtes Wetter. Und bis zum 25. Juni urplötzlich wurde da das Wetter wieder besser. Und schon waren wieder 2 Schwärme in den Bäumen, wie auf Anlage. Ja. So sieht die Sache aus. Auf jeden Fall hier Dopper Hive. Viele haben nachgefragt. Voriges Jahr hatten wir zu wenig Bienenmaterial. Und dieses Mal ist es wieder soweit. Die Dopper Hive ist wieder da und wir werden ausführlich
darüber berichten. Ja, was machst du da? Also der jetzt hier, guck mal hier rüber, das ist der, ich spielt hier verrückt. Unsere zwei Herren hier. So. Wir werden hier auf jeden Fall ausführlich darüber berichten. Das hatten wir vorher ja schon vorher, aber dieses Jahr geht es jetzt wieder los. Dorfbach Hype ist wieder da. Und man darf gespannt sein, wie das hier jetzt weitergeht. Es wird auch eine interessante Geschichte. Soweit jetzt Tim. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.